Wie ein Juwel funkelt Sorrigan am sanften Baron Ula, prächtig und seinen Göttern zum Wohlgefallen, doch wie ein Pestgeschwür breitet sich um die Stadt die Hütten des Abschaums aus. So zeigt sich erneut der Dualismus, der allem innewohnt. Das Schöne kann nicht ohne das Hässliche existieren. Rashman Ali, tulamidischer Philosoph und Großkopter aus Yolfasar um 300 vor Bosporans Fall. So steht ihr an der Hauptstraße von historischem Yarkesh. Vor euch konntet ihr gerade noch einmal die letzten paar Züge dieses Großkopters erkennen, der gerade an euch vorbeigezogen ist. Und die ersten Menschen um euch herum erheben sich wieder von den Knien und fangen wieder mit ihrem Geplapper an. Ziegen, die an euch vorbeigetrieben werden. Und die gute Laune nimmt wieder Fahrt auf. Nun, wohin wollen wir uns als nächstes wenden? Wollen wir einmal diese größeren Gebäude dort betrachten? Nun, warum sehen wir uns nicht erst diesen Tempel diesen Avesha-Tempel an? Schließlich schien der Mann, mit dem wir sprachen, sehr insistent zu sein, dass wir ihn aufsuchen, und wenn es wirklich eine Reisenden-Gottheit ist, wird man dort am ehesten darauf vorbereitet sein, jemanden, der so ganz und gar nicht ortskundig ist wie wir, einzuweisen in die lokalen Gebräuche. Ich denke auch, das ist eine gute Idee. Das halte ich für eine gute Idee. Denn es ziemt sich nicht, den Göttern vorzuenthalten, was ihnen versprochen wurde. Oder er sieht es so, wenn es euch glücklicher macht. Nun, er muss ja auch hier irgendwo sehr zentral liegen, denke ich. Ich schaue mich mal um, eins von den größeren Gebäuden, kann man es erkennen schon von Weitem, oder ist die Menschenmasse so dicht? Also wenn ihr euch ein bisschen umblickt, ihr geht ein bisschen auf der Hauptstraße entlang und euch wurde wohl auch der Avesha-Tempel gewiesen. Und tatsächlich könnt ihr dann auf einem großen Zwiebeltürmchen erkennen, wie dort dann auch die Glyphen von Aves pranken. Ob das dann Aves ist, Zulamin wird das auf alle Fälle wissen. Und als Reisegott, selbstverständlich ist das dann Aves oder Avesha. Ihr könnt dann über die Hauptstraße eintreten, eine kleine Treppe, die dann nach oben führt, und dann in einem sehr großen, ausladenden Blumen- oder Blütentempel, würdet ihr meinen. Also vor euch öffnet sich ein halbrundes Oval nach unten. Alles ist irgendwie dekoriert, garniert mit Blüten, mit Blumen. Es sieht so aus, als würdet ihr in einem Kelch stehen, der so ein bisschen zylindrisch nach unten führt. Und über euch könnt ihr noch mehrere Gänge erkennen, wenn ihr dann nach oben blickt in Richtung dieses Zwiebeltürmchens. Allerlei Türen, die dann abführen von diesem zwiebelförmigen oder schneckenförmigen Gang, der dann nach oben oder nach unten läuft. Und überall Säulen. Ein höchst eindrucksvolles Gebäude. Eine ungewöhnliche Architektur, da stimme ich euch zu. Ihr wisst schon, in dieser Zeitepoche waren Säulen anders konstruiert. Ihr meint, sie hatten eine tragende Aufgabe? Nein, ich meine die Kapitäler und ihre Fußpunkte. Ja, und der Architrav, der auf dem Kapitel aufliegt. Nun, es ist schon eine sehr hübsche Art und Weise, das Ganze. Durchaus. Ich verstehe den ästhetischen Anspruch, den das Ganze hat. Ja. Mich erstaunt eher die Blütenform. Es kann nicht einfach sein, so etwas aus Stein zu hauen. Ach, na ja. Mit genug Zeit ist das ein Kinderspiel. Nun, ich vermute, hier könnte auch Magie am Werk sein. Ihr wisst schon, die alten Tulamiten beherrschen die Kunst der Elementarformung weit besser, als wir es zu Holster vermögen. Sprecht von euch selbst. Ach, ja, genau. Ihr könnt sehen, wie an euch vorbei wohl eine Avis-Geweihte her vorbeiläuft. Hat da wohl mehrere Pergamente und Papiere in ihrer Hand und eine große Umhängetasche. Und läuft dann, nachdem sie sich wohl gerade mit einem anderen Priester unterhalten hat, nach draußen. Der mustert euch dann so ein bisschen, nickt euch dann zu und breitet die Arme aus, so dass er euch dann einlädt, heranzutreten. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, Effendi. Kommt ran, komm ran. Ja, vielen Dank. Und woher kommt ihr? Fremde Gestalten, ein Zwerg ihm, ja? Ein Angroscho. Was sagt er? Was sagt er? Ich verstehe euch nicht. Er fragt, wo ihr herkommt. Ja, wir kommen von weit her.
Bleiche. Aus den Bergen. Bleiche Hau. Ja, aus sehr weiter Ferne. Na, ich kann hören, euer Akzent kommt von Boss Baran, ne? In der Tat, ihr habt ein scharfes Gehör und einen scharfen Witz, wie es scheint. Ah, ihr seid hier für Gründerfest, ne? Nein, wir sind zur Durchreise. Was ist dieses Gründerfest? Gründerfest, 5 Tage von Jahr, wo gefeiert wird viel. Ihr seid wegen Statthalter hier, ja? Brei oder dann von Boss Baran oder von Magister Aulus? Ihr seid Magier, ja? In der Tat. Große Koptani. Sie sind in dieser Stadt, in der Stadthalter? Ich habe noch keinen Palast gesehen, oder habe ich etwas übersehen? Ihr wollt wissen, wo Stadthalter von Boss Baran? Er wohnt in Leftan-Tempel in Krakjarkesh. Das große Festung, da er wohnt. Und dieser Magister wohnt wo? Er wohnt da auch. Er ist von der Academia Arcomagica von Puniensis. Ah, diese. Ja, wir hörten schon davon. Der große Kopter. Ihr seid auch großer Kopter. Nun ja, ja. So könnte man das sagen. Sagt einmal, mein Freund, wie heißt ihr übrigens? Tritt an dir vorbei und beugt sich dann vor Boltax ab und zieht mal so ein bisschen leicht an dem Haken. Hey! Ihr sollt das lassen. Ihr seid wahrlich ein Angroscho. Sie mögen das nicht. In welcher Sprache spricht er mich an? Auf Urtulamidion. Okay, Angroscho werde ich mit 3 vermutlich verstehen. Ja, also wie gesagt, du kannst halt sowas wie Brot kaufen oder einen Wein auf dem Okay, also, alles klar. Es geht sehr schnell und du verstehst die Zusammenhänge. Okay, gut, dann würde ich ihm auf Rogolan antworten. Das ist richtig. Ich bin ein mächtiger Zwerg. Ja, er guckt so ein bisschen, fängt dann an zu lachen, als würde er mit einem Kind sprechen. Er mag das nicht, wenn man ihn am Bart zieht. Dieser Mann scheint nicht besonders helle zu sein. Nun, er spricht eure Sprache nicht. Daran könnt ihr fliegen. Verzeiht, ihr Fendis. Hier sieht man, wenn überhaupt, nur viele Gräumlinge. Aber die Angroschos leben seit langer Zeit unter Berg und nicht gehen auf große Reise. Dann würde ich ihn jetzt mal auf Gräumisch ansprechen. Also, wenn er sagt, hier leben Gräumlinge. Ja, wie gesagt, Zusammenhänge verstehst du. Dann nickt er dir dann zu. Die hohe Sprache der Gräume. Nö, so hoch jetzt auch nicht. Gräume sehr niedrig, aber wir müssen uns verständigen. Nun, willkommen im Tempel von Avesha. Es ist mir eine Ehre. Mit wem habe ich das Vergnügen? Avesha. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Dies sind meine werten Untertanen. Was? Du verstehst Gräumisch nicht. Gut. Warte, kann ich Gräumisch? Das musst du nicht, dass ich nicht mal pfeifen würde, aber ich muss kurz nachschauen. Nö, warum auch? Gut. Weitermachen. Dies ist Abelmir, dies ist Rafim, dies ist Zulamin, dies ist der Pentilio und der da hinten so betröppelt in der Ecke steht, gehört auch zu uns. Alaikum assalam, die Fendis. Alaikum assalam. Die Blüte entfaltet sich. Über Blüten solltet ihr mit der schönen jungen Frau hier sprechen. Und ich deute einmal auf Zulamin. Sie spricht die normale Zunge. Zulamin guckt erstaunt, denn sie hat ja nichts. Ja. Was sagt er ihr? Was für eine Sprache sprecht ihr überhaupt? Ja, sehr gut erkannt. Sagt, gibt es einen Tempel meiner Göttin hier? Nein. Nur Tempel von Balkalil und von Lefta. Große Tempel. Wir haben keinen guten Kontakt zu Raja Ushtama. Nun, ihr seid ja offensichtlich auch gut versorgt. Aber wieso habt ihr keinen guten Kontakt? Letzte große Priester von Raja Ushtama in Yolfasar. Aber Yolfasar ist gierig. Wie meint ihr das? Haben sie Steuern von euch verlangt, oder? Nicht Steuern. Wir gehören zu ihrem eigenen Bereich.
Wir handeln mit Sorigan und El Burum. Aber seit Untergang von Hohem Kunchum abgebrochen Kontakte mit Fassar und Jolfassar und Sigirik. Wir haben Stadtgottheit Baal Kelefatan und sie wollen haben. Wir haben eine große Statue. Erhält von Krakia Gesh. Also, geht das darum, geht das um Reliquien? Oder wie meint ihr, wollen sie die Statue haben? Ja, sie wollen haben, aber wir nicht geben können. Erhält von Yerkesh. Ah, wir haben schon gehört, dass Yerkesh besonders gesegnet sein soll, da es unter dem Schutz des Balad Kelevatan steht. Ja, Yerkesh, die Beständige. Ewiges Yerkesh. Wovor hat er euch beschützt? Vor Untergang. Vor Untergang von Feld und zurückgedrängt die Echsenkrieger. Gemeinsam mit Rashtul al-Shaik. Rashtul, Gründer von Yerkesh und Bauer von Krak Yerkesh. Ah, deswegen feiert ihr. Wie meinen? Geht es darum bei diesem Fest? Ja, nichts verstehen. Sie fragt, was feiert ihr bei dem Gründungsfest? Gründerfest? Nichts zu tun mit Yerkesh. Es ist Gründerfest. Welche was? Gründer? Ihr kommt von Bosbaran, ihr müsst wissen. Nein, nur mein Begleiter. Nun, ich war schon lange nicht mehr in der Heimat. Klärt mich auf. Nee, ich nicht verstehen. Ihr kommt von Bosbaran, ihr müsst wissen. Tut einfach so, als würde ich nichts wissen und erleuchtet mich. Ihr schaut euch verwirrt. Irgendetwas mit dem Horas. Ja. Horas schicken Männer von Bosbaran und gucken zu Feier. Feier überall in ganz Dynastie von Bosbaran. Eroberung weit und deswegen Gründertag gefeiert. Nur nicht im Norden. Im Norden ist Krieg mit Orks. Deswegen habt ihr einen Statthalter? Ihr wurdet erobert wie so viele andere? Vor vielen Jahren schon. Vor mehr als 300, 400 Jahren. Aber letzten 5 Tage im Jahr ist Gründertag und da alle froh. Sulamin wirft Serpentilio einen etwas alarmierten Blick zu. Feiern wir das Jahresende. Ja. Er guckt dich an, als würde er wieder mit zum Kind reden. Als wärst du zurückgeblieben. Wir haben 6 Monate. Und nach 60 Tagen Raya haben wir 5 Tage, wo ausgelassen gefeiert. Ernte sind eingeholt, allen geht's gut. 5 Tage Pause von Arbeit. Und dann kommt Monat Brianos. Wieder 60 Tage Schufter. Sulamin, ja. Sie haben eine andere Zeitrechnung. Hier. Das ist nicht, was mich in erster Linie beunruhigt. Mir scheint, wir haben nicht den Monat Brianos, sondern die namenlosen Tage erwischt. Aber wie kann das sein? Wir haben keinerlei Anzeichen bemerkt. Was? Ne, was genau erwartet ihr? Nun, es ist nicht jedes Jahr gleich, aber gewöhnlich passieren in diesen Tagen Dinge und die Leute gehen aus gutem Grund nicht auf der Straße feiern, sondern naja, die meisten verschanzen sich in den Tempeln oder zu Hause. Vielleicht passieren diese Dinge allerdings auch gerade, weil sich die meisten Menschen in Furcht zu Hause oder in den Tempeln verschanzen. Wie ihr sehen könnt, scheint die lokale Bevölkerung solcherlei Phänomene nicht zu kennen oder zumindest nicht zu fürchten. Nun, es sind Drachentage. Die Drachen sind dafür verantwortlich. So einfach ist das. Das Böse ist in diesen Tagen präsenter als sonst. Nun, es gibt hier keine Drachen, wie euch aufgefallen sein mag. Nun, natürlich gibt es die Drachen. Drax. Kein Drax. Rashul al-Shaik verdrängt alle Drax. Hier keine Drax. Seht ihr? So sieht es aus. Nun... gibt sie trotzdem.
Ja, es sie gibt, aber nicht hier. Seht ihr, Serpentilio? Nun, gehen wir über die sprachlichen Gewohnheiten einmal hinweg. Ob ihr ihn diesen namenlosen Tag oder Draxtage nennt, es ist belanglos. Sagt dieser Statthalter, seit wann herrscht er hier? Seit wie vielen Jahren? Er ist hier seit 15. Er ist eingesetzt von Horas, von Usim, dem zweiten Horas. Kann man hier mit Geschichtswissen hantieren, um anzupeilen, in welchem Jahr wir uns befinden? Ja, das habt ihr letztes Mal schon gewürfelt und grausam versagt. Right, erlaube, aber jetzt haben wir den Namen eines gewissen Horas, ja, in dem wir uns anpeilen können. Ich meine, ich schaff's trotzdem nicht, denn mein Geschichtswissen ist unter aller Sau, aber es ist jemand anderes. 12 Punkte will ich da auf alle Fälle haben, sonst passiert nichts. Ja, okay. Ich kann's probieren, aber... Ja, du dürft's alle probieren. Oh, so knapp. Komm, 10 reichen, oder? Schicksalspunkt. Scheiß, gebe ich den Schicksalspunkt für den Geschichtswissenprobe. Mir ist es doch egal. Das könnte wichtig sein. Mir fehlen 18 Punkte, war eine knappe Geschichte. Hey, ich pack eine 12er Erschwernis. Ja, aber ich kann keine 12 Punkte kriegen. Nee, aber trotzdem. Also ich habe dir vorher die 12er Erschwernis gesagt und das ist ja gut. Also du kannst die ausgleichen. Bringt Kulturkunde Horasreich etwas? Vermutlich nicht, aber... Warum hast du Kultur... Nein. Doch, eine Kulturkunde Horasreich würde ich dir nicht die 3, aber die 3 halben, also 1,5 sind 2 Punkte Erleichterung geben. Alles klar, dann versuche ich zumindest mal die Geschichtswissenprobe. Also, oh nein, könnte vielleicht 20. Ein bisschen, Zulamin könnte vielleicht so versuchen, ein bisschen zu hantieren mit, wann wurden die Thulamidenlande also, erobert. Also genau, über diesen Punkt gebe ich dir es. Nicht über Usim, von Usim Horas hast du keine Ahnung, aber du weißt, ja, dass wenn er sagt, vor 200, 300 Jahren wurde Yerkesh oder die Thulamidenreiche erobert, dann weißt du, dass das der Vater von Fran Horas war. Und das war so ganz grob im Jahr 600 vor Bosbarans Fall. Wenn du jetzt 400 Jahre später bist, dann bist du ganz grob im Jahr 200. Ganz grob, ich hätte es auch seit geschafft. Im Jahr 200 vor Bosbarans Fall. Und du hast 13 Punkte. Ja, zu den namenlosen Tagen. Passend. Nun, es müsste sich ungefähr auf das Jahr 200 laufen, oder? Also wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue... Und ich vertue mich eigentlich selten. War das nicht der Vater von Fran? Ja, also ich kenne diesen Namen nicht, aber mit der Jahreszahl, die ihr gesagt habt, wenn man davon ausgeht, wann das Land meiner Vorväter erobert wurde, dann könntet ihr in etwa recht haben. Ich höre, ihr redet von ja. Wir haben ja 59 Usim. Ah. Jetzt ihr wissen. Sehr hilfreich. Vielen Dank. Aber ich merke, ihr kommt von weit her und ihr habt verschiedene Völker, das ist gut von Avesha. Seid willkommen. Wollt ihr etwas trinken? Etwas Wasser mit Blütengeschmack? Nur, das kann nicht schaden nach diesem langen Marsch. Ihr sollt bekommen, kommt mit. Und dann führt er euch über eine der Wendeltreppen nach oben, biegt in einer der Türen ab. Und lässt euch da dann erstmal Platz nehmen. Und ja, sowas wie normale Wasserpfeifen oder so werdet ihr hier nicht finden. Aber er wird nach einiger Zeit mit einer großen Steinplatte wiederkommen, wo er dann Fladenbrot für euch macht. Und ja, vor euch könnt ihr dann noch ein paar Diener erkennen, die dann euch einen großen Krug bringen aus Ton mit Blütenwasser. Also einfach ganz normales Wasser, geschöpft aus einem, ja, weiß ich nicht, Hafen, Brunnen oder sowas, und da sind zahlreiche gelbe Blüten drin. Boltax, weißt du, was das für eine Pflanze ist? Lass mich einmal schauen. Ich würde gerne einmal, eine Pflanzenkundeprobe darauf würfeln. Das sind nicht einfach Rosen. Nein, wenn sie gelb sind. Schon von gelben Rosen gehört? Daru, ja, mag sein, aber trotzdem möchte ich gerne die Pflanzenkundeprobe würfeln. Ich kann dir sagen, was es nicht ist. Das sind keine Sonnenblumen. Ja, wird wahrscheinlich sowas wie Kamille sein. Ich gehe von Kamillenblüten aus. Mr. Boltax, sind ja die giftig? Nein. Außer, man ist ein... Das ist egal. Nein, Kamille wird für euch nicht giftig sein. Ja, du bist dir ganz sicher?
Ich bin mir ziemlich sicher, aber mir fällt da gerade was ein. Rafim, wenn wir jetzt in der Vergangenheit sind, meinst du, die goldene Rondra-Statue in Barburin wurde schon hergestellt? Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe hier nur, also, so jedes dritte Wort. Ich kann der ganzen Geschichte hier nicht so folgen. Oh. Naja, da ist doch so eine sechsarmige Rondra. Ich dachte, vielleicht gibt's die schon. Und wenn ich etwas mehr. Ich hab es leider nicht so mit Jahreszahlen, Boltax. Ihr redet deswegen von Rahandra? Ja, nicht verstehen. Wir gut, sprechen ja redet miteinander. Nicht verstehen gut, aber was mit Rahandra? In Barburin? Ich weiß nicht, ob es das hier auch so heißt. In Barburin gibt es große Statue von Rahandra mit sechs Armen. Sehr sehenswert. Urin. Urin. Bab Urin bei Ras Lamashu. Ja. Genau. Er scheint zu nicken. Da Statue von Rahandra. Ah. Wenn wir etwas länger hier bleiben, Rafim, wollen wir dahin. Ich würde sie gerne einmal in vollem Glanz erstrahlen sehen. Ist es nicht ein wenig weit von hier aus bis nach Bab Urin? Ja, ihre, auf jeden Fall. Rahandra? Wir haben einen Tempel von Rahandra. Oh, wo denn? Oh, das klingt gut. Zwei Straßen weiter von hier in Richtung Westen. Der Tempel von Rahandra. Großer Brunnen und viel gutes Wasser. Von da ist Blütenwasser. Er deutet auf das Wasser, was vor euch mit den Kamillenblüten schwimmt. Oh. Aber ich nicht gut verstehen. Ihr müsst nicht nach Barburin. Nun, niemand will nach Barburin. Nichts verstehen. Ich auch nur Hälfte verstehen. Ich habe mittlerweile auch den Faden verloren. Nun, sagt einmal, dieser Statthalter und sein Magus, die in diesem Krack leben? Ja. Gibt es hier auch eine Bibliothek, die für Auswärtige nun ja zugänglich ist? Nichts verstehen. Bibliothek. Raum mit vielen Büchern. Bücher? Schriftrollen! Ja, ne? Pergamente, Schriftrollen, wie auch immer. Pergamente, wir haben viele Pergamente auf Passa. Überall könnt handeln und kaufen und verkaufen. Nein. Pergamente, auf denen Wissen festgehalten wird. Nicht leere Pergamente. Ja, ihr könnt kaufen. Mit viel Wissen. Ah, wo? Auf dem Markt. Interessant. Wo sonst? Es ist ungewöhnlich, dass ihr Wissen für so einfach, nun ja, verscherbelt, könnte man fast sagen. Nix scherben, keine Ton. Es ist ein Ausdruck. Verkaufen, ein anderes Wort dafür. Wenn du hast gelesen Schrift, oder du verkaufen, weil was sonst? Du hast Wissen im Kopf. Ja, so könnte man es betrachten. Wenn du mehr wissen, dann fragen Heimamujim. Sie sitzen überall. Sie geben Wissen für wenig Geld. Sind das diese Geschichtenerzähler? Heimamujim, nickt. Nun, sie erzählen wohl eher, nun ja, Märchen. Sie Männer von Wissen. Nun ja, in jeder Geschichte steckt natürlich ein Körnchen Wahrheit, aber sie bauschen diese Geschichte doch etwas auf, nicht wahr? Ich schlage vor, ihr hört auf, die Qualität der lokalen Weisen in Frage zu zählen. Nun, ich stelle in Frage, ob sie weise sind oder ob sie nur Geschichtenerzähler sind. Dies könnte vielleicht als unhöflich aufgefasst werden. Fühlt ihr euch beleidigt durch meine Ansichten? Nicht verstehen. Ich verstehe auch immer nur die Hälfte von dem, was du sagst, Abelmir, aber trinken wir jetzt dieses
blöde Wasser oder nicht? Nun, ich habe meinen Krug schon geleert. Na, oh, dann ist es vermutlich ja nicht giftig. Nein, es ist wohltuend und es lindert, meine Kopfschmerzen. Ja, also ich möchte mir dieses Rahandra-Ding auf jeden Fall angucken. Können wir da gleich hingehen? Nun, warum nicht? Es scheint ja ganz in der Nähe zu sein. Wir sollten im Tempel auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Und den Markt sollten wir auch besuchen. In der Tat. Willkommen in Yarkesh. Vielen Dank. Ihr habt uns sehr geholfen. Aveshia? Ja. Aveshia. Sagt, eine Frage noch. Ihr sagtet, ihr hättet auch einen Tempel der Balkalil. Aber ich habe gesehen, dass sie auf Markt Schutzzeichen gegen sie verkaufen. Ist das nicht ein bisschen seltsam? Wieso seltsam? Nicht verstehen. Das ist logisch. Liebt ihr sie oder habt ihr Angst vor ihr? Angst. Deswegen Schutz. Deswegen Tempel. Deswegen Krakjerkesh und deswegen Tempel von Aveshia. Deswegen hat gegründet Rashtul al-Shaik Yarkesh hier. Weil große Angst. Damit oben nicht böse? Damit unten nicht böse. Ah, unten. Gibt es hier ein Unheiligtum, das ihr fürchtet? Das Aveshia in Schach hält? Nix sagt. Ihr müsst gehen. Jetzt habt ihr ihn beleidigt. Nun, dann gehen wir am besten. Habt vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Oh, und bitte nehmt diese Münze. Wir begegneten auf unseren Reisen einem Mann, der uns bat, sie im Aveshia-Tempel zu spenden. Und nehmt auch noch eine von mir. Er nickt und holt seinen Beutel raus. Und ja, wenn er sie dann eingesammelt hat, geht der Sack wieder zu und dann scheucht er euch tatsächlich aus dem Aveshia-Tempel heraus. Ihr müsst gehen, keine Fragen. Fragen verboten.